So, da sind wir wieder bei der Formel 1. Es geht weiter in China. Mal sehen, was wir hier... Nein, China hatten wir ja, glaube ich, gerade. Es geht jetzt dann, was weiß ich, was das nächste Rennen ist. Stimmt, China sind wir ja Erster geworden. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Und mal schauen, wir haben, glaube ich, noch ein Einladungsevent. Das würde ich auch gerne noch mitmachen, um den Ruf zu steigern in der Rivalität. Ja, ja. So muss das sein, so muss das sein, ne? Dann hier, Time Attack will das sowieso keiner fahren. Überholungsherausforderung. Die machen wir noch mit. USA. Zeitlimit, Schlagtepunkte von Norris. Ah ja, genau, das habe ich schon bei Felix gesehen. Du musst, glaube ich, 10 Leute Erster werden halt. In so einem 150 Jahre alten Grütz-Auto. Man kennt halt weder Wagen noch Strecke, das ist immer gut. Naja. Ja, einen haben wir schon mal, ne? Der andere fährt uns aber irgendwie davon. Ist ja nicht auch DRS oder so? Keine Ahnung. Nitro-Einspritzung fehlt. Jo, er zieht hier halt einfach auf die Linie. Bin ich zu weit rausgekommen. So ärgerlich. 3 Minuten, das schaffe ich nie im Leben, die alle noch zu holen. Ich habe jetzt hier 2 Minuten rumgedödelt für 2 Stück. Ja, als ob.
Naja, da wird mein Ruf dann wahrscheinlich ein bisschen sinken. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Jetzt besteht vielleicht doch noch eine Chance. Wenn sowas nicht passiert, ne? Er hält halt einfach fast an, weißt du? Ja, lass mich doch vorbei! Weg. Ja, das schaffe ich nicht mehr. 30 Sekunden, muss noch zwei Stück überholen. Nein. Jetzt sind wir hier im 10 Sekunden Timer. Ja, ja. Ja, passt sowieso nicht mehr. Schade. Hi Leute, na, wie geht's euch so? Ja, das war abzusehen, dass wir das verlieren. Jo, das gibt jetzt erstmal Ärger, ne? Ja, Wochenendvorschau, aha, aha, Entwicklung abgeschlossen, yay, ging alles durch, sehr nice. Jeff, Wettervorhersage, bewölkt, alles cool. So, dann schauen wir mal, wir haben 5 Punkte. Ja, läuft, ne? Dann würde ich sagen, Baku, gehen wir direkt mal ins Training. Schauen wir mal, was da geht. Ob da irgendwas geht. Hier in Aserbaidschan ist die Strecke grün. Aha, es regnet doch. Und der Himmel grau. Ja. Wo wir uns auf den Start der Wochenend-Action. Das wird lustig. Ich meine. Wir haben mit Chris über die neuen Teile gesprochen. Wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkbar. Also probieren wir es mal aus. Unser letztes Regenrennen ist ja 1A gelaufen. Da kann man sich ja nicht beschweren. Wir fangen wie gehabt mit der Streckenakklimatisierung an. Diesmal auf Intermediates, weil es schon wieder pisst. Wie gesagt, unser letztes Regenrennen war ja richtig nice eigentlich. Mal sehen, ob wir diesmal wieder was holen können. Wobei wir auf roten Reifen angefangen haben im letzten Rennen. Nicht gleich auf Intermediates. Und so, oh Jesus, Gott im Himmel. Und so Stadtkurse sind eh gar nicht meins. Da
Das Gute auf so Stadtkursen ist halt, da sie meistens recht eng sind, kann man sich sehr gut verteidigen. Aber sowas passiert halt leider auch sehr häufig, ne? Und jetzt ist der Flügel im Arsch. Ja, man rutscht halt gnadenlos durch die Gegend beim Bremsen. Oh, jetzt hat er auch noch ein fettes Leck. Nee, so Stadtkurse hasse ich auf den Tod. Die machen mir auch gar keinen Spaß zu fahren. Deswegen, ich war auch echt schon am Überlegen, ob ich nicht Monaco überspringe. Aber hier ist ja auch schon so eine Sache. Nur das wird uns so höllisch Punkte kosten, weil ich glaube nicht, dass unser Computer ausrechnet, dass wir letztes Mal aufs Podium gefahren sind und uns dadurch, sag ich mal, in Anführungsstrichen einen guten Platz geben wird. Bezweifle ich. Genau, verkackt. Ah, was leckt's denn schon wieder so ultra höllisch? Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Antriebsverlust. Ja. Ja, so langsam kommen wir ja wohl ein bisschen in die Strecke rein. Na, nachher wieder einen guten Frontflügel haben. Jo, habe ich ihn jetzt ganz abgerissen oder was? So, jetzt ist er ganz ab. Erstmal hier die Karte zerlegt. Ja, klar, als ob. Ich hab's mit diesen Rückblenden auch nicht so. Ah ja, und jetzt kann ich nicht weiter zurück. Ja, beenden die Session. Ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Also sehen wir uns unsere Top 3. Ah ja. So. Er hat natürlich letzter sein, ne? Was für eine unglaubliche Trainingssession. Ja. Der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest das Auto zerlegt.
Naja, wir haben ja noch ein Training, wir haben ja noch ein Training. Vielleicht ist das Wetter ja jetzt besser. Machen wir nochmal von vorne. Zweites Training, danach Qualifying, dann Rennen. Ja, wie viel gab es jetzt? 5 Ressourcepunkte oder was? 50, glaube ich. Also, wir gehen jetzt diesmal dann eben ins zweite Training rein, weil wir brauchen eine Trainingsrunde. Das war nichts. Einfach mal das Auto zerlegen. Und so, jetzt haben wir gelbe Reifen. Das Wetter sieht doch schon besser aus, ne? Versuchen wir es nochmal. Scheint mir noch etwas zu langsam zu sein. Kurve 2, Kurve 6, Kurve 8, Kurve 9, Kurve 16, Kurve 19. Ah, jetzt mal im Ernst, hier so diese Stadtkurse, das oder auch Monaco. Okay, ich meine, klar, einerseits, wenn man da wohnt, kann man grob hier aus seinem Fenster gucken, ohne Eintritt dafür zu bezahlen. Andererseits muss das doch voll nervig sein, weil das Training und also das ganze Wochenende oder was weiß ich, wie lange das halt immer da ist, wie lange die Trainings und so sind, ich kenne mich da nicht so aus in der Formel 1. Ist die halbe Stadt gesperrt und du kommst mit deinem Auto nirgends mehr hin. Das muss doch voll gammelig nervig sein. Da ein bisschen zu viel Schiss gehabt. Zu weit raus. Thank you.
ganz leicht die Wand touchiert. Was soll denn das? Wieso heißt das jetzt? Ich habe die nicht gekriegt. Ich bin noch voll reingefahren. Da war ich zu langsam. Ja, bam, wieder ganze Frontflügel kaputt gemacht. Heieiei. Wir können mit den Ergebnissen arbeiten, das ist doch was. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. So, ich mache das Qualifying-Training halt schon noch, weil ich möchte halt einfach dann doch ein bisschen die viel Verkehr, komm, lass mal noch ein bisschen vorspulen, vielleicht wird es noch ein bisschen weniger. Erstmal halt nochmal gefahren sind, danach gehen wir gleich ins Blitzqualifying rein. Ja, jetzt halt. Ja, Start. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,53. Ja, wird nicht ausreichen, na toll. Naja, egal, wir fahren trotzdem, dass wir noch eine Runde gefahren sind. Auch wenn es im Endeffekt nicht reicht, da Hauptsache wir sind eben nochmal ein, zwei Runden gefahren. Auch mit den Reifen mal. Jo, 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 und schon Frontflügel komplett im Eimer. Ach, ich habe diesmal gar nicht drauf geguckt, was die Teamziele sind, dass ich vielleicht die erreichen kann. Aber auf der Strecke bin ich froh, wenn ich ins Ziel komme. Und mit etwas Glück vielleicht noch zwei, drei Punkte abstaub. Ich meine, wir können natürlich auch darauf hoffen, dass sich andere verheizen hier auf der Strecke und wir uns irgendwie durchschlängeln.
Da haben wir noch ein Teamziel abgeschlossen, auch cool. Ja, so schlecht sind wir gar nicht unterwegs. Als ob ich wieder Erster wäre. Das war ja jetzt nur eine Quali-Simulation, aber als ob, ey. So, die Session ist jetzt dann eh vorbei. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick ja, auf ne? Der ja, ja, halt, halt. Jo, wie viel Pünktlis haben wir jetzt wieder gesammelt? 200, das wird für nichts reichen, ne? Empfohlenes Update gibt's keins. Ja, 275 habe ich. Was werden wir denn hier so preislich, ne? Nicht verfügbar. Das sind die teuren. Mhm, hier können wir hier oben vielleicht irgendwas machen. 560. Nee. 490. 1000. 490. Nee, da können wir gerade nichts machen. Alles war ja fast klar. Das dritte Training überspringen wir jetzt. Ah, da kriegen wir jetzt auch noch mal ein paar Pünktlis. Wenn wir uns da, also wir, der Computer, uns nicht ganz so blöd angestellt haben. Reicht als nicht für irgendeine Entwicklung. So, was haben wir denn an Nachrichten? Emma. Gib heute da draußen das Beste, wir wollen uns wirklich einen guten Platz im Grid sichern, aber vergiss nicht, Lando ist das Hauptziel, das ist einer der wichtigsten Rivalen. Vielleicht werden wir es dann hören. Jeff, Wettervorhersage, trockene Bedingungen, okay, verfahr dich nicht und komm im Schlossabschnitt nicht von der Strecke ab. Einer der Schwierigkeiten von Baku, die Auslaufzone, also verliere die Bremspunkte nicht aus den Augen. Ei, ei. Dann, ja. Gehen wir direkt mal ins Qualifying rein und schauen uns, wo wir was machen können. Ich meine, in der Qualifying-Simulation waren wir ja gerade Erster. Was, ich weiß nicht, ich glaube echt, ich habe die KI dann doch zu einfach eingestellt. Ich weiß es gar nicht genau. Ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen. Ja, hier kann ich die Autoeinstellungen noch, aber hier lasse mal auf jeden Fall auf ausgewogen. Die Reifenauswahl, ja, die lasse mal auf rot. Ja, ich würde einfach sagen, los geht's. Gar nicht lange rummachen. So, erstmal DRS ausgeschaltet, ne? Das hat jetzt ein kleines bisschen gekostet, weil wir durch die Gegend gerutscht sind. Also zu früh gebremst und dann doch wieder zu viel Gas gegeben. Ah, ich glaube, die Runde wird nicht so geil.
werden wir kein so gutes Qualifying kriegen. Das ist aber der Punkt, jetzt habe ich Schiss, irgendwas kaputt zu machen. Weil im Ding, jo, man hat ja 3 Runden, ist ja nur Training. Gekürzt und das hat auch wieder gekostet. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, großartige Ja, klar! Großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Der Kapitän, Bottas und Lewis Hamilton. Ja, als ob. Auf jeden Fall führe ich bei beiden in der Rivalität. Immerhin, ne? Ein paar Ressourcepunkte gab es auch noch. So, aber wir sparen jetzt noch ein paar Ressourcepunkte. Dass wir dann halt nach was Größeres. Ja. So, gibt nicht viel zu sagen. Wir stürzen uns direkt ins Rennen rein. Ich bin hyped, wir packen das auf so einer Kackstrecke. Beim Ernst, wer baut sowas? Aber wir machen das, wir machen das. Ja, ja, halt die Klappe, interessiert keinen. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Ham, Henna, das gehört innen. Rennstrategie. Ja, wir machen auf jeden Fall nur einen Stop. Ja, los geht's, ne? Let's fetz. Oder war ein ganz schlechter Exit, ganz schlecht. Ja, die anderen kamen auch nicht wirklich gut raus. Ah Mann, und ich habe immer so Mini-Lecks, das ist so ärgerlich.
Verschleiß am Motor. Das war eng, das war sehr eng. Jetzt ist DRS aktiviert. Wenn ich es schaffe, ihn noch ein paar Runden aus dem DRS-Fenster rauszuhalten. Leicht angeschrammt. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Dieser Lag. Okay, das hat Zeit gekostet.
ist denn Boxenbegrenzer, Sprachsteuerung, LB. Plan A. Was habe ich jetzt gemacht? Kann man eine Menge Zeit üben. Ja, am Arsch. Losfahren. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Jetzt bin ich Elfter. Die Frage ist, wer hat schon wie oft gestoppt? Als ob er mich einfach an die Wand drückt, der Wichser. Als ob! Lando kommt in die Boxengasse. Nein, 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 Rückblende, Rückblende. Hey, komm schon, was... Schieben die Wichser mich einfach in die Wand und ich kann da nichts mehr machen. Okay,
Okay, wir haben noch 5 Runden. Das sollte doch machbar sein, diese 2 Arschköpfe da vorne wieder zu holen. So, und da hinten bleibst du jetzt. Noch 5 Runden. Ach, Menno! Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst bald möglichst an die Box, bevor es noch schlimmer ist. Hey, diese Kurve, es kotzt mich so an. Würdest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Achtung, Nervig. Okay, zur Box mit dir. Der Frontflügel hängt kaum noch dran. Okay, alles klar. Wenn ich jetzt in die Box gehe, dann bin ich wieder 12. Dann hole ich keinen mehr auf. Ja, eine Rechtskurve geht halt gar nicht mehr. Ach Mann, oh.
Neu. Ja. Neu. Herrgott. Neue Strategie. Bestätige. Ja, war kein so guter Plan, mit 200 Sachen in die Box zu fahren, ne? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Willst du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, da gehen die Plätze dahin. Ah, wenn ich so scheiße fahre. Oh, komm schon, mach doch schneller. Ihr seid so langsam. Fertig. Boxengasse kriegt eine 6, wird alle entlassen. 13. Wenn ich die alle wieder einhole, erstens mal schaffe ich es gar nicht, sind nur noch 2 Runden. Jetzt schaffe ich es mit Glück noch auf die 10. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Warte mal, da wurden jetzt auch die Reifen gewechselt. Der Frontflügel hätte doch gereicht. Gelbe Flagge. Ah, ärgerlich, so gut gestartet. Komm, einen hole ich noch. Ich will auf jeden Fall Punkte. Komm, Batas. Ich mag eh keiner.
Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich mit dem Matchfrontflügel weitergefahren wäre. Wäre ich halt irgendwo auf der 4 oder 5 gelandet. Ja, war eine schlechte Entscheidung. Was willst du machen, ne? Okay, und ich habe nur eine Verwarnung dafür gekriegt. Ich habe ihn gerade so geschrottet, dass er sich aus dem Rennen zurückzieht und kriegt nur eine Verwarnung. Alter, Siebter! Ärgerlich. Boah, das ärgert mich, Jungs. Das ärgert mich. Ich sag's euch. Das ist Bullshit. Sie konnten ihn nur holen, weil ich es verkackt habe. Alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Ärgerlich. Da hätte ich nochmal so. Ja, ich meine, wir sind in der Konstruktion 14. Und hier 4. Ich hätte locker 3. werden können. Vettel, Ferrari abhängen. Warte mal, wie viele Punkte gab es jetzt? Sogar nur 7. Ich hatte 41 gewonnen, wären 25. 60. Ja, ich werde 2. hinter Valtteri Bottas, ne? Naja, was will ich machen? Ah, absolut nicht, du blöde Kuh. Es steht wohl außer Frage, dass sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ja, wie Ruf gesunken. Ja. Wie hier noch mehr Ruf gesunken. Hei, hei, hei. Danke für den Kommentar. Ich meine, ich führe immer noch gegen beide, das ist auch gut so, aber trotzdem ärgert mich das. Ey, das ist sehr ärgerlich. Oh, jo, der Ruf geht in den Keller. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr Erfolg. Ist die hirnbehindert? Aber jetzt können wir Verträge verhandeln. Verträge. Ja, Vertragsverhandlungen. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots.
ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger wird das Team uns entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Aha, aha. Ja, aber mein Wert ist ja, weiß nicht, um einiges höher wie der McLaren Wert. Ja, ich gehe jetzt mal volles Risiko hier. Ich mache die Teamziele auch, naja, ich mache sie auf Mittel. Erwartete Qualifying. Ja, machen wir mal so, ne? Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Hat natürlich nicht geklappt. Also es wäre ja auch zu schön gewesen. Ich gehe hier auf Level 2. Vielleicht Boxenstoffeffizienz noch. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle. Okay, da hätte ich wohl noch eins mehr. Ja, so, was haben wir denn jetzt hier? Was können wir machen? 700 geschissene Punkte nur. Ich will mal ein bisschen auf die Strapazierfähigkeit gehen. 560 Punkte. Ja, aber das mache ich auch direkt, dass es ein bisschen... Ja, jetzt haben wir eh nicht mehr für irgendwas, also... So, nächstes Wochenende. Warte, ich habe noch eine Nachricht. Hallo Lars, hier sind deine Anmerkungen des heutigen Gesprächs. Gut geschlagen, wir haben ordentliche Ergebnisse eingefahren. Ja, Standardgrütze halt.